Ja, einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Wir sehen uns hier zu einer netten kleinen Runde Korpsparty. Ich habe mal geguckt, was wir machen müssen. Und die Lösung ist doch weitaus einfacher, als ich dachte. Also ich weiß auch nicht, was passiert ist, warum ich ob ich zu müde war oder sonst was. Jedenfalls, Fakt ist, wir müssen einfach nur in dieses Bett. Das Bett ist wesentlich weniger verstaubt, als ich dachte. Großer Bruder, ich bin müde. Bist du? Bist du? Willst du dich ein bisschen ausruhen, bevor wir weitergehen? Du bleibst aber bei mir! Wenn du darauf bestehst. Wenn du darauf bestehst. Es kann sicherlich nicht schaden, sich ein bisschen hinzulegen. Ja, das haben Saiko und Naomi auch gedacht. Ich würde mir Sorgen machen, wenn ich dich hier alleine rumliegen lassen würde. Ich bin hungrig. Ja, ich auch. Ich frage mich, wie spät es ist. Es fühlt sich so an, als wenn es wahrscheinlich Zeit fürs Essen mit Mutti wäre. Ich bin mir nicht sicher. Meine Uhr hat schon vor einer Weile aufgehört zu schlagen. Ich möchte nach Hause. Keine Sorge. Wir werden nach Hause kommen. Wir werden einen Weg hier rausfinden. Wenn wir uns einmal mit Naomi, Yoshiki und den anderen getroffen haben, bin ich mir sicher, dass wir auch wieder hier rausfinden werden. Sie suchen wahrscheinlich auch alle nach möglichen Fluchtrouten. Also sollten wir uns auch besser auf die Suche machen. Oder sowas ähnliches. Wir werden sie schon finden. Auf irgendeine Art wird es schon klappen. Ich bin mir sicher, das wird. Okay. Wenn du daran wirklich glaubst, dann glaube ich auch daran. Gute Nacht, Luca. Es wird schon irgendwie klappen. Wir können nicht mal die Fenster hier öffnen. So viel zum Thema rauskommen. Ich hab ihr einfach nur erzählt, dass wir die Wirklichkeit umdrehen können. Es ist aber nichts mehr als leere Worte. Dünner als so dünn wie Papier. Aber ich vermute, es ist die Hoffnung der Flucht, die uns einen Grund zum Weitermachen gibt. Einen Grund weiter zu leben. Alles, was wir tun können, ist uns zu sagen, dass wir einen Weg hier rausfinden und zu beten, dass es wirklich passiert.
Wer bist du nochmal? Oh, du lebst. Wo bin ich? Jetzt erinnere ich mich wieder. Gott. Mein Kopf pulsiert wie verrückt. Oh, nein. Nein, nein, bitte nicht, bitte nicht. Ihr seid es. Wo zur Hölle habt ihr mich hingebracht? Ich glaube, das brauche ich nicht zu übersetzen. Wo ist Shinosaki? Oh. 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 Meine Beine. Ich kann nicht aufstehen. Verdammt. Was? Also es ist schon ein bisschen beängstigend, dass das nicht ein falsches Ende war. Verdammt. Was mache ich hier? Was mache ich hier? Es ist keine Zeit zum Schlafen. Großer Bruder. Das ist ja gar nicht zu Hause. Wein nicht, Yuka. Das dauert nur ein bisschen länger. Das verspreche ich dir. Wenn wir hier raus, wenn wir zurück sind, werde ich denn ein paar Süßwaren kaufen, okay? Die grünen mit dem süßen roten Bohnengeschmack. Darauf kannst du wetten. Ich weiß, wie viel sie dir bedeuten. Okay, mir geht's besser. Ja, süß, und damit kriegt man jeden Kindraum. Das ist ein Mädchen. Essen. Das hat sie jedes Mal. Egal. Ich mache mir Sorgen um Naomi. Ich hoffe, sie hat jemanden bei sich. Shinohara oder irgendjemanden. Sie mag zwar eine starke Seele haben, aber sie vereinsamt sehr schnell, wenn keiner bei ihr ist. Komm schon, Yuka. Du kannst aufstehen, oder? Ja. Mir geht's jetzt gut. Wenn du wieder ermüdest, können wir ja jederzeit hier zurückkommen. Okay, dann. Was? Warum zur Hölle ist da jetzt eine alte Zeitung aufgetaucht? Lesen wir es mal. Heavenly Post.
4 Kinder wurden verstümmelt und getötet. Nachfolgereport. Die brutalen und schockierenden Tode der gekidnappten Grundschüler wurde jetzt zurückgeführt auf die Hände eines Lehrers, der mit ihnen im Raum gefunden wurde. Ein großes Paar tropfender Scheren wurde in seinem Besitz gefunden. Und diese wurden auch als Tatwaffe beschuldigt. Er bestätigt, um den Opfern ihre Zungen abgeschnitten zu haben und was zum Ersticken und Verbluten führte. Eines der Opfer hatte die Mehrheit ihres Kopfes abgenommen bekommen. Die Masse wurde auf dem Boden neben ihrem Körper gefunden. Eines dieser Kinder, eins war, als die Ermittler den Tatort betraten. Sie war aber irgendwie der Kopf. Es ist unlesbar. Großer Bruder? Die Kinder in diesem Bild. Ja. Das ist das Mädchen im roten Kleid. Und der Junge trägt Shorts. Er ist der gleiche, den wir vorhin schon sahen. Irgendjemand scheint etwas mit den Notizen gemacht zu haben, indem er einen roten Stift benutzt hat. Freunde werden getötet bei den von den Geistern der Kinder. Recht? Rache? Verbreitung des Fluches? Kinder ohne Zunge? Mädchen, dem der Kopf fehlt, Mädchen im roten Kleid, Kinderfluch, Kinderopfer, Fluch, gibt die Form des Schulgebäudes, Fluchtweg, nein, das haben wir ja schon. Ich halt's nicht mehr aus! War das nicht Shinosakis Stimme? Komm schon, Yuka, lass uns losgehen. Okay. Ich krieg Angst. Scheiße, da war was! Das habe ich jetzt ganz verdrängt, dass das da war. Was ist das? Der Boden ist überfüllt mit einem mit klebrigen Überresten. Also wenn irgendwas oder irgendwer da über den Boden geschliffen wurde. Das ist ein Metallwerkzeug. Wir nehmen es einfach mal. Warum zur Hölle haben wir jetzt die Brechstange schon wieder? Da ist ein schwarzer großer Abdruck an der Wand. Es sieht fast organisch aus. Aber es ist nicht nass. Und es gibt keinen Indikator, wie es hier hergekommen ist. Da passiert immer noch nichts. Da kann man nicht lang. Oh yeah. Ja, sie sind mit Nägeln zugehämmert. Wollen wir die mal öffnen?
Stimmt, Juka muss ja noch aufs Klo. So, Juka, es ist ganz deins. Ich hoffe, man hört das Handy nicht in der Aufnahme. Du musst es nicht länger aushalten. Okay, das ist ein Fortschritt. Es gibt keine Kabinen. Also was jetzt? Musst du wirklich dolle? Ja. Wenn du wirklich musst, wie wär's, wenn ich draußen warte und du machst, was du tun musst? Nein, ich werde es aushalten. Okay. Aber überstrapazier es nicht. Wenn du gehen musst, dann gehst du. Okay, wo zur Hölle sind die Kabinen hin? Da ist sowas. Derjenige, der sich der sich dazu entscheidet, die Dunkelheit zu ignorieren, wird für immer in einer Schleife gefangen bleiben. Für diese Welt gibt es einige Wahrheiten, die einfach zu wissen sind, egal wie sehr man sich stört. Aber Neugierde kann tödlich sein. Und andere Wahrheiten sollten lieber unerzählt bleiben. Achtet die Nachrichten der Toten dafür, dass es hier, wenn dort welche sind. Flüche, also doch, Flüche, die selbst den stärksten Willen zerschmettern.